Yo, servus Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Shops und heute mal wieder mit einem Video, mit einem der letzten Videos hier am Kanal, muss ich gleich vorab sagen. Viele wissen sicherlich schon, um was es geht. Ich habe Killerfish eSport verlassen. Wer es noch nicht mitbekommen hat, ich verlinke euch unten in der Beschreibung einen Tweet bzw. diesen Facebook-Post, wo ich etwas genauer drauf eingehe und warum ich das Ganze gemacht habe. Natürlich kann ich es euch auch nochmal ganz kurz erklären. Ich habe Killerfish einfach aus dem Grund verlassen, nicht weil es irgendwie Probleme innerhalb der Organisation gab. Einfach aus dem Hintergrund, da ich, wie viele auch schon von euch mitbekommen haben könnten, ein bisschen im Hintergrund arbeite für Desert Germany. Kennen vielleicht oder hoffe ich, dass es mal jeder von euch mittlerweile kennt, Desert Germany. Eine sehr, sehr große mittlerweile und wichtige Seite hier bei uns im deutschen E-Sport. Und ich werde mich, oder beziehungsweise ich habe Killerfish verlassen, einfach um mich zu 100% auf diese Aufgabe fokussieren zu können, da ich einfach versuche, den deutschen E-Sport hier größer zu machen, dass hier einfach mehr Leute Interesse an dem deutschen E-Sport finden. Das wäre mir persönlich sehr, sehr wichtig, auch für die Zukunft, damit wir irgendwann mal eine Community bekommen, wie es die Franzosen, die Amerikaner oder auch die Spanier zum Beispiel haben, nur mal jetzt, um einige Beispiele hier zu nennen. Und das war eigentlich so für mich der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, ich verlasse Killerfish eSport, ich mache keinen Teammanager mehr vorerst. Einfach mich um mich 100% auf diese Aufgabe konzentrieren zu können. Natürlich ist das Killerfish-Team, das wir damals announced haben, immer noch bei Killerfish. Wenn ihr weiterhin mit Killerfish in Kontakt bleiben wollt, verlinke ich euch unten mit in der Beschreibung die beiden Social-Media-Accounts, also Facebook und Twitter von Killerfish eSport. Ihr werdet hier auf diesem Kanal keinen Content mehr zu dem aktuellen Killerfish eSport Team bekommen. Dieser Kanal ist ein Gemeinschaftskanal von Quickie, mir und auch zum Teil Rocks. Rocks und Quickie momentan beide inaktiv. Wann die backkommen, steht noch in den Sternen. Quickie hat mal gemeint, dass er zum nächsten Call of Duty Black Ops 3 zurückkommt. Eventuell auch Rocks, wenn es ihm gefällt. Müssen wir mal gucken, was dabei rumkommt. Ist jetzt momentan auch noch unrelevant. Vorerst wird aber hier kein Video mehr kommen. Beziehungsweise es werden dann erst wieder Videos kommen, wenn einer der beiden, beziehungsweise ich wieder als Teammanager aktiv bin, beziehungsweise die beiden dann halt wieder als Spieler aktiv sind. Ich würde euch bitten, wenn ihr mich weiterhin supporten wollt, würde mir wirklich sehr, sehr viel dran liegen. Wir hatten hier auf diesem Kanal eine extrem geile Zeit zusammen. Wir hatten, ja, oder wir haben sehr viel zusammen erlebt. Sei es die letzten Call of Duty World Championships, sei es der FCO-Gewinn oder die Gamescom und so weiter. Wir haben wirklich sehr, sehr viele coole Zeiten zusammen gehabt. Deswegen würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn ihr mich weiterhin supportet. Ihr seht jetzt gerade im Hintergrund eingeblendet meinen eigenen YouTube-Kanal, auf dem ich weiterhin Videos bringen werde, mehr als zuvor, wo ich Videos über meine eigene Meinung bringen werde, wo ich Videos aus meinem Real Life bringen werde und auch Gaming-Videos, Gameplays etc. pp. Werde ich mir einiges einfallen lassen für euch in Zukunft. Werden demnächst auch regelmäßige Videos kommen, also wer weiterhin mit mir im Kontakt bleiben will, auf jeden Fall dort ein Abo da lassen. Kommt alle rüber, lasst ein Abo da, wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool von euch. Des Weiteren bringt natürlich auch wieder wie gewohnt E-Sport-Videos in Zukunft. Das Ganze wird hier auf dem Deserto Deutschland YouTube-Kanal stattfinden. Dort werde ich dann demnächst auch E-Sport-Reports bringen, News-Videos, Videos von Events und vieles mehr. Auf jeden Fall dort auch vorbeischauen, dort auch ein Abo da lassen. Habe ich auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr viel für euch vorbereitet. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall für die tolle gemeinsame Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns auf den anderen beiden Kanälen. Und bedanke ich mich noch fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, Servus, euer Shops.